Damn plumber is bubbles to me. Damn plumber is bubbles to me. Damn plumber is bubbles to me. Und weiter geht's im Xenoverse 2 Universum. Schauen wir mal, was jetzt ist. Ich mache mir Sorgen um Trunks. Ich habe gesehen, wie er langsam zur Zeitkammer rüber marschiert ist. Könntest du wohl für mich nach ihm sehen? Okay. Ja, du hast vermutlich recht. Wir sollten mal nachsehen. Oh, 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 Trunks, mach keinen Fehler. Werd nicht zu Mira und Tover. Du weißt, was sowas auswirkt, wenn man sich in die Geschichte einmischt. Und er tut's doch. Gohan, you're still alive? We'll fix that soon enough. Kill him, full power. I will never die. Even if my body breaks. Another will rise in my place. To dismantle you heartless androids. Oh, die Grafik, die ist wirklich, also, die ist wirklich noch geiler geworden, oder? Go on. Are you sure? It looks like history has been slightly altered. A change like that will vanish when I put the scrolls together. But still, maybe I should leave it. Hmm. Well, you don't think a little change like that would do any harm, do you? Let's just let that one slip by. Nee, ja, von wegen eine kleine Veränderung. Das ist der Butterfly-Effekt. Verändere eine Kleinigkeit und es wird sich immer weiter aufbauen. Ein Schmetterling schlägt in China mit den Flügeln und in New York kommt ein Tornado an. Ach, diese alten Sprüche. Hallo, wie geht es mit der Arbeit voran? Ich habe gehört, du stellst dich da draußen ziemlich gut an. Ich möchte dich daher um einen Gefallen bitten. Es ist ein neuer Zeitspalt in Quantum City aufgetaucht. Ich möchte, dass du dich für mich um ihn kümmerst. Was meinst du? Wenn es dir recht ist, machen wir uns direkt auf den Weg zum Spalt. Okay. Okay, pass jetzt gut auf, das ist ein Zeitspalt. Spürst du die bösen Schwingungen, die von ihm ausgehen? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, als ich dich gebeten habe, den großen Zeitspalt zu untersuchen. Zeitspalten sind die seltsamen Gebiete, in denen Veränderungen an der Geschichte zu Rissen in der Zeitstruktur geführt haben. Große Zeitspalte sind, wie der Name schon sagt, sehr groß. Dadurch erhalten sie allerdings auch eine gewisse Stabilität. Normale Zeitspalte sind kleiner, allerdings auch sehr mächtig. Sie spiegeln die Kraft derer wider, die die Geschichte verändert haben. Es gibt jede Menge davon und sie sehen aus wie nach einer Gehirnwäsche. Ich finde das sehr beängstigend. Du bist aber natürlich auch sehr stark geworden. Du wirst also bestimmt keine Probleme haben. Also los, kümmere dich um die Angelegenheit. Wir gestatten kleineren Gruppen jedoch nicht, sie alleine anzugehen. Du wirst eine große Gruppe brauchen, verstanden? Okay, dann fangen wir an. Mach dich bereit, in den Zeitspalt zu springen. Diese besondere Mission für bis zu 6 Teilnehmern kannst du über Zeitspalte erreichen, die in Quantum City erscheinen. Expertenmission. Wow. Wow. Boah, wirklich 6 Spieler. Hammer. Ja, ich nehme natürlich... Hä? Kommen jetzt 5 automatisch dazu oder wie sieht das jetzt aus? Weil ich habe jetzt ja nur mich ausgesucht. Ah ne, sind tatsächlich 5 andere dabei. Ey, Moment, mein Key ist wieder zurückgesetzt. Ich hatte aber mehr Key. In Expertenmissionen setzen Boss-Charaktere Angriffe ein, die in gewöhnlichen Quests nicht vorkommen. Fangen wir mit dem Gedankenkontrollangriff an. Ich kann mich nicht bewegen.
Wenn du von einem Gedankenkontrollangriff getroffen wirst, bist du auf einmal in der Welt der Gedankenkontrolle. In der Welt der Gedankenkontrolle stehst du einer falschen Version von dir selbst gegenüber. Besiege dein falsches Ich, um die Kontrolle zurückzugewinnen und in die reale Welt zurückzukehren. Ja, mich selbst zu besiegen dürfte ja nicht schwer sein. Tada! Du hast den bösen Doppelgänger besiegt und bist in die reale Welt zurückgekehrt. Lass uns als nächstes einen Gefährten retten, der von einer Gedankenkontrolle, einem Gedankenkontrollangriff getroffen wurde. So, wenn ein Gefährte der Gedankenkontrolle zum Opfer fällt, wird er durch einen schnellen Angriff herausgerissen. Werden Gefährten nach der Gedankenkontrolle zu Feinden? Worte scheinen bei ihnen nicht zu helfen. Wir müssen sie mit Gewalt wieder in den Normalzustand bringen. Weißt du, vor allem sagt leichter Angriff oder schneller Angriff und ich muss dem richtig auf den Kopf hauen hier. Aber anständig. Das ist kein schneller und leichter Angriff mehr. Oder sehe ich das falsch? Toll, du hast einen gedankenkontrollierten Gefährten besiegt und ihn so wieder in den Normalzustand gebracht. Vergiss nicht, wenn du gedankenkontrolliert wirst, wirst auch du ein Gegner und deine Verbündeten müssen gegen dich kämpfen. Das wäre erst einmal alles zur Gedankenkontrolle. Als nächstes kommen gigantische Ki-Explosionen. Was zum... Der Gegner hat gerade eine gewaltige Ki-Explosion verursacht. Ein ernsthaftes Problem, um das Mindeste zu sagen. Wenn eine gigantische Ki-Explosion auf den Boden trifft, erzeugt sie eine verheerende Schockwelle, die großen Schaden verursacht. Es mag zwar verrückt klingen, aber versuch mal sie zu rammen. Du kannst eine gigantische Ki-Explosion aufhalten, indem du sie mit deinem eigenen Körper triffst. Dein Ki nimmt langsam zu, während du eine Ki-Explosion aufhältst, aber gleichzeitig geht deine Ausdauer zu Neige. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, wird dich die Ki-Explosion überwältigen. Wenn du eine Ki-Explosion aufhältst, kannst du zusätzlich XY drücken, um die Explosion direkt zu attackieren. Drückst du A, solange du noch Ausdauer hast, verschaffst du dir eine Atempause. Eine gigantische Ki-Explosion kannst du am besten mit einer weiteren Ki-Explosion aufhalten. Wenn jemand eine Ki-Explosion zurückhält, hilf ihm, indem du eine deiner eigenen einsetzt. Ist deine Ki niedrig, halte sie zurück, damit deine Verbündeten Ausdauer zurückgewinnen. Eine gigantische Ki-Explosion kann nur eine bestimmte Menge Schaden verkraften und überzähliger Schaden wirft sie zurück. Versuch jetzt eine gigantische Ki-Explosion zurückzuwerfen. Und tschüss. Ja. Du weißt jetzt, was du gegen Gedankenkontrolle, Angriffe und gigantische Ki-Explosionen tun kannst. Für den Anfang nicht schlecht. Ja. Haben wir doch schön gemacht. So, Z-Rang. Und wieder 6 Anpassungspunkte. Dann kann ich jetzt, glaube ich, meinen Nahkampf komplett ausbauen. Normal geht der immer nur bis 100. Ich kann bis 125, weil ich beim Oberältesten, mein Potenzial da freigeschaltet wurde. Oh, wir sind aber einige kleine Zeitspalten.
Moment, bevor wir weitermachen, anpassen, Attribute boosten. So, bei 125 ist Schluss, genau. Willkommen zurück. Und wie war der Zeitspalt? Ich wette, du warst ziemlich schockiert. Da diese Missionen ziemlich gefährlich sind, schicken wir immer eine Gruppe los. Tut mir leid, dass ich das nicht früher erwähnt habe, aber du hast dich super geschlagen. Dann mal weiter zum nächsten. Während du dich um den Spalt gekümmert hast, ist ein neuer aufgetaucht. Da du dich so gut um den letzten Spalt gekümmert hast, würde ich dich bitten, auch diesen hier zu schließen. Okay, dann ab in den Spalt mit dir. Bin ich der Einzige, der jetzt versaut denkt? Und lass dir nicht zu viel Zeit. Ich doch nicht. Okay, dann ab in den Spalt mit dir und lass dir nicht zu viel Zeit. Ja. Ja. Ist das jetzt nochmal das Tutorial oder kämpfe ich jetzt wirklich gegen den? Wen habe ich denn bis jetzt alles freigespielt? Boah, sind schon eine Menge, die ich freigespielt habe. Aber natürlich nehme ich mich. Ist ja wohl klar. Alles andere wäre Killefitz. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich nochmal das Tutorial. Dann breche ich nämlich ab. Ja, komm. Es ist doch das Tutorial. Zurück nach Quantum City. Ja, zweimal muss ich das Tutorial nicht spielen. Das ist nur Zeitverschwendung. Das muss nicht sein. Dann sollte ich wohl in den anderen Schlitz. Spalt. Wie auch immer. Dann meinst du den da hinten. Den da. Ja, Tut 2. Ein zweites Tutorial für Zeitspalten. Boah, in Sechsergruppen. Kann man davon ausgehen, dass, wenn das Computergesteuerte sind, mindestens die Hälfte von denen immer in Gedankenkontrolle kommt und zum Feind wird. In Expertenmissionen setzen Bosscharaktere Angriffe ein, die in gewöhnlichen Quests nicht vorkommen. Jetzt sehen wir uns die Streuangriffe an. Streuangriffe sind Angriffstechniken, denen du nicht entgehen kannst. Sie verursachen zwar keinen Schaden, aber sie steuern das Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine andere Dimension. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein geworden. Der Gegner wartet immer auf dich, wenn du in eine andere Dimension geschleudert wirst. Um voranzukommen, musst du den Gegner besiegen. Sobald die Dimension, in der du gelandet bist, vom Gegner befreit ist, öffnet sich ein Tor. Geh durch das Tor, um zum Kampf zurückzukehren. Mann, ey, da wird der Xenoverse 2 richtig komplex langsam. Meine Fresse. Du bist sicher zum Aufenthaltsort des Bosses zurückgekehrt, aber ist dir aufgefallen, dass die beiden Kristalle eine böse Aura ausstrahlen? Der Gegner hat dieselbe Aura. Die Kristalle strahlen eine unbekannte Macht aus, die die Stärke deines Gegners erhöht. Wenn du dich nicht beeilst und die Kristalle zerstörst, steckst du bald in echten Schwierigkeiten. Ja.
ist der andere? Da. Nachdem die Kristalle nun alle zerstört sind, ist dein Gegner deutlich schwächer. Das ist deine Gelegenheit, ihn zu besiegen. Gute Arbeit. Damit ist die Lektion über Streuangriffe beendet. Mach so weiter wie bisher. Ja, haben wir doch super gemeistert. Mitwirkung. Habe ich halt meiste. Gut. Z-Rang, war doch mal wieder klar. Ich bin halt schon gut. Mein Gott, ey, das wird ja... Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Da bin ich ja schon gespannt, was Xenoverse 3 bringt. Ich habe noch gar nicht alles kennengelernt, was es in Xenoverse 2 gibt. Ich bin schon auf Xenoverse 3 geil. Haben sie gut gemacht. Da hinten ist schon wieder ein Zeitspalt. So, gucken wir erstmal, was sie jetzt mir sagt. Willkommen zurück. Ich wusste, du würdest es schaffen. Die beiden Zeitspalte wurden deutlich geschwächt. Wie? Es hat sich nichts verändert? Natürlich hat es das. Sie sind viel schwächer. Glaub mir, ich kann das einschätzen. Jetzt, da du die Zeitspalte geschwächt hast, muss ich sie nur noch versiegeln. Sie können keinen Schaden, nachdem sie geschwächt wurden. Ich habe es nicht eilig. Das ist immer so eine lästige Angelegenheit. Du kannst dich so oft um sie kümmern, wie du willst. Das wäre sicher auch ein gutes Training für dich. Und wenn du siehst, dass sich ein neuer Zeitspalt auftut, kümmere dich um ihn, so wie du es bei den anderen hier auch getan hast. Ja, ich habe da hinten schon einen gesehen wieder. Ist das der einzige? Ja, da. Angriff der Wehraffen. So, jetzt ist das... Ja, offline. Jetzt ist das ohne Tutorial. Bin ich mal gespannt. Mein erster Zeitspalt unangeleitet. Kriege ich denn jetzt... Ah, jetzt habe ich meine volle Key-Leiste und so. Dann kann ja gar nichts schief gehen. Hoffe ich. Oh, der steckt jetzt ganz schön was weg. Auf jeden Fall mehr als bisher. Ey, hallo, greif mal den Schwanz. Spinner. Zack. Hallo. Ja,
Ja, so was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Jetzt kommt doch... Da muss doch noch mal eine super Attacke kommen von dem. Oder? Da kommt bestimmt noch mal ein super Angriff oder so. Spätestens jetzt. Na komm, ist nur noch kleines bisschen. Ich kann nicht alles machen. Ja, da ist es. Komm schon. Nein, wieso? Oh, ich wollte schon sagen. Oh, okay. So geht's natürlich auch. Boah, 600. 2 ZP-Medaillen. Ey, keine Fähigkeitenpunkte, kein Level-Up. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Bei einer Expertenmission hätte ich wenigstens ein Level-Up erwartet. Naja. Man kann nicht alles haben, denke ich mal. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.